Wie ihr seht, bin ich gerade am Schneiden vom zweiten Teil vom Vlog aus Polen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, wir fangen schon wieder zum nächsten Punkt. Wir fahren jetzt gerade weg vom Trailbreaking, wieder zu dem Punkt, wo wir eigentlich mal gerade eben waren. Wir waren ja schon mal beim Slalom, ich bin mit dem Janosch unterwegs. Hi Janosch. Hallo. Wir fahren jetzt hier also zum Brake Lane Change, also Bremsen ausweichen. Was müssen wir hier machen? Bremsen ausweichen, wie der Name eigentlich sagt. Die Leute fahren ran mit einer bestimmten Geschwindigkeit, 120, right? 120, ja. 120 km/h. Vollbremsung machen bis zum kompletten Stillstand und dann müssen sie am Hindernis ausweichen. Und das schauen wir jetzt mal an, wie das aussieht. Da sind wir. So, ich stehe jetzt hier auf der falschen Seite. Hinter mir sind die Jungs, die Instruktoren da. Ich muss mal ein bisschen aufs Display schauen, da oben sind sie. Jetzt kommt das erste Auto. A45 World Champion Edition. Langsame Fahrt. Also, die tasten sich da langsamer ran. Jetzt fährt er hinter mir in diese Gasse hinein. Dann fängt er an zu bremsen bei diesem blauen Pylon. Und dann muss er um das Hindernis herum. Da kommt er aber noch nicht hin. Das Hindernis steht da hinten. Ne? Und so geht das. So ist die Übung. Und dann haben wir hier hinter mir noch da die Anzeige. 58 km/h waren das jetzt. Also da kann er sich steigern. Wie gesagt, bis zu 120 km/h geht die Übung. Mittagspause. Und wir haben jetzt mit den Basic-Übungen begonnen. Das heißt also, die ersten Übungen, die wir jetzt alle gefahren sind, waren so Übungen zum Reinkommen. Nachher, jetzt am Nachmittag, wird das Ganze mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, spezieller. Und dann geht es am Ende sogar dann ins geführte Fahren um. Das heißt also, ein Auto-Instruktor fährt von weg und die Kunden dann hinterher. Das wird dann der Nachmittag sein. Und ich hoffe einfach mal, dass euch das hier so ein bisschen zeigt, was eigentlich so die Driving Academy bzw. solche Fahr-Events ausmachen, was ich da mache. Und ja, schauen wir einfach mal, was der Nachmittag bringt. So, Mittagspause ist jetzt vorbei. Und um mich herum fahren schon wieder die Autos. Ich habe es vorhin gesagt, heute Mittag oder bis mittags haben wir so ein Basic-Training, also so eine Basic-Übungen gemacht eigentlich. Und jetzt geht es dran, jetzt machen wir Sektionstraining. Das heißt also, die Strecke in eine Sektion eingeteilt, damit man mal so ein paar Kurven fährt, ein bisschen angelernt bekommt, wie fährt man die verschiedenen Kurvenvarianten. Und wir haben noch einen Handling-Parcours, da stehe ich jetzt gerade hier mittendrin. Und deswegen sage ich, um mich herum fahren gerade die Autos. Und ja, dann lernen wir auch nochmal Lenktechnik, Blickführung, das ist alles auch nochmal wichtig. Und ja, da sind die Autos jetzt gerade unterwegs und nachher, nach den zwei Übungen, geht es dann komplett auf die Strecke. Also nach diesen zwei Sektionstrainings, die wir hatten, bin ich jetzt an der Strecke. Ich komme nicht ganz bis ran, zumindest hier an der Stelle nicht. Aber hinter mir seht ihr die Autos jetzt vorbeifahren. Die machen das sogenannte Lead and Follow, also das geführte Fahren. Das heißt also, ein Instruktor fährt mit den Jungs und Mädels da draußen von weg. Die anderen fahren hinterher, tauschen dann auch immer mal, dass sie genau die Ideallinie sehen, wo die Ideallinie lang geht, wo die Bremszonen sind, Bremspunkte sind. Das wird da jetzt gerade draußen gemacht. Und das ist sozusagen die Vorbereitung dann halt wirklich auf das Rennstreckenfahren. Beim Advanced Training, wo wir jetzt diesmal sind, was hier in Polen ja das erste Mal ist, da gibt es nur dieses geführte Fahren. Bei Pro Training, also die höchste Stufe, dann in der AMG Driving Academy zumindest, da darf man dann auch frei fahren. Das heißt also, da fährst du dann ganz alleine und hast kein Auto mehr von weg. Aber wie gesagt, jetzt gerade da draußen geführtes Fahren, Lead and Follow fahren, damit man genau weiß, wo es lang geht. So, jetzt sind wir ganz nah dran. Also jetzt sind wir hier direkt an der Strecke dran. Und ich habe mich jetzt hier mal hingemogelt. Es ist halt echt cool zu sehen, wie dann die verschiedenen Fahrer die Linien fahren und wie man das hier von außen auch noch sehen kann. Ist echt gut. Wir sind jetzt wieder im Langsamtempo unterwegs. Wir sind immer zu zweit im Auto, die Fahrer. Das heißt, die wechseln immer durch. Für diejenigen, die ja Interesse dafür haben. Ich habe ja ab und zu mal jetzt ein paar Kommentare von euch bekommen oder Nachrichten auch bekommen, wo man das machen kann, wo man das machen kann. Und guckt doch einfach mal, wenn ihr das bei AMG machen wollt, den Tipp kann ich euch geben, guckt einfach mal auf die Website www.mercedes-amg.com.
Und dort bei der Driving Academy, ich glaube / Driving Academy, da findet ihr auf jeden Fall Informationen darüber. Und ansonsten, ja, schreibt mir einfach, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, in die Kommentare zum Beispiel auch rein. Würde mich interessieren, was ihr hier so für Interessen noch dazu habt. Und wir schauen jetzt mal weiter, wie die Jungs und Mädels hier fahren. Aber es kommt ja nicht immer nur aufs Fahren drauf an. Zumindest nicht komplett. Deswegen gibt es am Ende vom ersten Tag hier in Polen eine Team-Competition. Das heißt also, die zwei Gruppen treten gegeneinander an. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ich habe mir das auch alles nur sagen lassen gerade eben, müssen die in dem Handling-Parcours eine Runde fahren, also einen Teilnehmer raussuchen, der da jetzt fährt. Dann müssen sie eine A-Klasse, einen A45 ziehen. Also das heißt dann wirklich hier mit Abschleppseil dann ziehen. Und ich glaube, einen Smart einparken. Ich glaube, das sind die drei Disziplinen, die zu erfüllen sind. Wer am Ende schnellster ist, kriegt dann einen Preis. Und ich habe es selber noch nie gesehen. Deswegen schauen wir doch einfach mal hin. So läuft das Ganze also ab. Okay, noch nicht gesehen, jetzt drehe ich mich mal so um, sieht man mich ein bisschen mehr. Cool, coole Sache, coole Team-Competition. Das war's für uns, wir haben jetzt noch ein kurzes Debriefing, das heißt also wir schauen uns jetzt, wir lassen den Tag nochmal Revue passieren und dann sehen wir uns beim Abendessen und das ist für euch genau jetzt. Was ist passiert? Natürlich, ich habe meine Kamera vergessen zum Abendessen. War ja klar, dass irgendwas ist. Ja, was ist beim Abendessen? Ja, wir sitzen mit den Kunden abends einfach nochmal zusammen und lassen den Tag Revue passieren, gibt dann ein schönes Abendessen, gab irgendwie, ich habe mich gefühlt, als wäre ich am Nürburgring, ehrlich gesagt, als würde ich in der Pistenklause sitzen, weil es gab heißen Stein und ja, dann redet man halt nochmal über den Tag, was morgen auch noch ansteht. Ich habe mich dann relativ schnell verkrümelt, ich bin dann wieder ins Hotel gefahren und weil wir in einem anderen Hotel sind als die Gäste und die machen jetzt aber noch so eine Datenanalyse. Also sie schauen sich jetzt noch die Datenaufzeichnung von heute an. Das heißt, was da an der Linie, an der Lenktechnik, an der Blickführung noch verbessert werden kann bis morgen. Das schauen sie sich jetzt nochmal an. Und dann geht es für die Jungs auch ins Bett. Die sind nämlich auch ziemlich fix und fertig. Und dann geht's morgen weiter. Und für uns jetzt auch. Ich gehe jetzt pennen. Also bis morgen. Ach ja, und jetzt ist die Kamera endlich scharf. Ich habe mich rasiert. In der Zwischenzeit habe ich mich mal eben rasiert. Ich glaube, ich sehe wieder aus wie ein vernünftiger Mensch. Ja, das soll es aber jetzt auch sein. Genug gequatscht für heute. Bis morgen. Jetzt bin ich wirklich raus. Die Instruktoren halten da hinten gerade das Briefing. Und dann starten wir jetzt in den Tag. Was steht heute an? Geführtes Fahren, auch wie gestern schon, steht an. Dann haben wir noch eine Competition. Also jeder gegen jeden tritt dann an. Und am Ende nochmal Taxifahrten. Das ist, was heute passiert und das schauen wir uns an, das Ganze. Wir kommen direkt vom Gruppenfoto. Das wollte ich sagen. Wir kommen direkt vom Gruppenfoto. Das solltet ihr jetzt sehen. Ihr seht, es muss nicht immer ernst sein, das Ganze. Und ich laufe jetzt wieder zurück. Ich musste mich gerade aufhören, Mittag zu essen für das Gruppenfoto. Und jetzt esse ich schnell weiter. Und dann geht es für die Jungs draußen weiter. Heute mache ich nicht ganz so viel, weil eigentlich mehr oder weniger dasselbe Programm wie gestern. Das heißt also, die Jungs und Mädels fahren draußen dieses geführte Fahren, was ich gestern schon erklärt habe. Und ich will euch aber nachher zeigen, was bei dieser Competition abgeht. Das heißt also, dieser Wettbewerb, der da untereinander gefahren wird, das zeige ich euch jetzt gleich. Da haben wir das Biest, das kleine zumindest, den A45. Und mit dem fahren die Herren und Damen jetzt die Competition. Das heißt also, den Parcours, den sie gestern schon geübt haben, heute Morgen nochmal geübt haben, fahren sie jetzt auf Zeit. Und wer am Ende der Schnellste ist, der kriegt dann am Ende einen Preis. Da gibt es dann die Siegerehrung dafür. Dürfen keine Pylonen umgefahren werden oder so. Das heißt also, hier geht es dann wirklich hart zur Sache, wie im harten Wettbewerb.
Und dann sind wir jetzt schon bei der Taxifahrt. Vorletzter Punkt für heute. Das heißt also, jetzt dürfen alle hier nochmal im C63 SQP mitfahren. Mit den Instruktoren drin. Und als allerletztes haben wir gleich die Winner Ceremony, also die Siegerehrung. So heißt das. Siegerehrung. Und dann geht es für mich wieder auf die Heimreise. Aber die Siegerehrung, die schauen wir uns noch gemeinsam an. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.